Добрий день, шановні колеги. Мені дуже приємно вітати вас сьогодні на осінній сесії інтерактивної школи творчого вчителя. Темою для цієї сесії була обрана нова українська школа як книга сучасного шкільного життя. Пишемо розділи з 1 по 5 разом. Ця метафора, де ми порівнюємо школу із книгою сучасного шкільного життя і розділи до неї, ми можемо, звичайно, цю метафору розуміти або ж, наприклад, як заклик до освітян, до вчителів, до співпраці із авторами підручників, із видавництвами, оскільки ми пишемо ці розділи разом. Ми маємо на увазі, що не лише автори та видавництва, які працюють над навчальним матеріалом, але також і вчителі якраз можуть сприяти тому, щоб зацікавити учнів до вивчення певного шкільного предмету, оскільки ми всі дуже добре розуміємо, що учні, наша цільова аудиторія, так би мовити, сприймає, як правило, навчальний матеріал не лише через навчальну, не лише через книгу, через навчальну книгу, але, звичайно, і дивиться, так би мовити, очима вчителя на цей предмет, на цей матеріал. Ну, а і, звичайно, головна думка, яка тут прослідковується в цій назві, це думка про наступність, про певну послідовність у викладі матеріалу у підходах, у методах роботи після переходу з початкової школи до основної. І ці розділи з 1 по 5 якраз і маються на увазі під цією назвою маються на увазі якраз класи з 1 по 5. Ну і оскільки ми сьогодні говоримо про німецьку мову, 5 клас, я хотіла б запропонувати спілкуватися про наш навчальний предмет також німецькою мовою, оскільки це наша професійна мова, і таким чином ми можемо більш детально, скажімо так, опрацювати і саму тему, і дивитися на приклади, які теж, звичайно, наводяться німецькою мовою. Якщо вам зручніше буде коментувати чи писати ваші зауваження, запитання українською мовою, будь ласка, або ж українською, або німецькою, як вам буде зручніше. Отже, розпочнемо сьогодні наше невеличке засідання. Also wir stellen uns so eine Frage. Wie viel Zeit braucht ein Kind, um sich auf neue Aufgaben, auf neue Herausforderungen umzustellen? Hier werden unter diesen Aufgaben und Herausforderungen neue Bedingungen gemeint, die Kinder nach der Grundschule sozusagen vor sich sehen. Wir fragen uns auch, sind die Kinder dann nach den Sommerferien so schnell größer geworden, erwachsener geworden sozusagen, dass man ihnen dann Aufgaben der Erwachsenen zutrauen kann? Die Sommerferien dauern bei uns, wie wir alle sehr gut wissen, 3 Monate. In Deutschland sind sie viel kürzer. Und diese Umstellung, dieser Übergang aus der Grundschule, wo spielerische Elemente vorherrschend waren, kann natürlich für einige Schüler auch ein bisschen stressig sein. Viele assoziieren dann diese neue Phase dann mit neuen schwierigen Aufgaben, mit neuen Materialien, mit neuen Fächern, wo die Arbeit dann viel, viel schwieriger verläuft. Wir alle verstehen auch sehr gut, dass die Sommerferien, diese 3 Monate, kein großer Zeitraum sind. Und man kann in diesem Fall kaum um eine sehr rasante, schnelle Transformation sprechen. Die Kinder sind erst 3 Monate älter geworden. Also man kann nicht sagen, dass sie groß genug geworden sind. Das alles bedeutet für uns, dass wir
sowohl mit den Lernmaterialien als auch mit den Arbeitsmethoden alle Grundlagen schaffen müssen, damit der Übergang aus der Grundschule zur Mittelschule dann nicht stressig ist, sondern stressfrei sein sollte. Dabei müssen die Arbeitsmethoden, die Formen, auch die Lerninhalte eine hohe Stufe der Kontinuität und Nachhaltigkeit aufweisen, wo immer auf etwas aufgebaut wird, was früher schon bekannt war. Diese Kontinuität, diese Nachhaltigkeit können wir auch schon in den Themen entdecken, die in dem Curriculum sowohl für die Grundschule stehen, als auch dann für die nächste Phase, für die fünfte Klasse zum Beispiel. Wenn wir auch diese zwei Auszüge vergleichen, wo einerseits, also links das Curriculum für die vierte Klasse und rechts dann das Curriculum für die fünfte Klasse angeführt ist, das ist nur ein Auszug, wo die Themen angegeben werden, so können wir hier auch sehr viele Parallelen entdecken, sehr viele Ähnlichkeiten. So sehen wir, dass solche Themen wie ich, meine Familie, meine Freunde, genauso wie auch zum Beispiel Feiern, Feste oder das Schulleben oder auch die Natur sehr viele Ähnlichkeiten haben. Aber es gibt natürlich keine Möglichkeit, nur dasselbe zu machen. Natürlich müssen wir auch an die Entwicklung denken. Wir müssen daran denken, dass diese Materialien, die weiter angeboten werden, so wie eine Spirale weiter entstehen. Und jede Wiederholung, das ist eine Runde, die etwas höher ist, aber man baut dabei auf Bekanntem auf, man baut die Kenntnisse aus, man vertieft das früher Gelernte. Das früher Gelernte, das ist eine Grundlage, um weiter neue Wortschatzelemente einzuführen, neue grammatische Strukturen zu erlernen, neue Projekte anzubieten und so weiter. Und das ist immer eine Regel, das war und bleibt immer eine Regel, dass viele Themen in Fremdsprachen von einer Klasse zur, also von Klasse zu Klasse dann wiederholt werden. Aber wie gesagt, braucht man da eine Vertiefung, eine Erweiterung sowohl des Wortschatzes als auch der grammatischen Strukturen. Diese Vertiefung setzt voraus, dass man schon eine bestimmte Tradition hat. Ich möchte heute eine Skizze sozusagen machen, eine Präsentation machen, wo ein neues Lehrbuch für die fünfte Klasse präsentiert wird. Dieses Lehrwerk wird auch im Verlag Ranok entwickelt und das ist schon ein neues Konzept, ein ganz neues Buch. Aber natürlich müssen wir nicht vergessen, dass wir dabei die sozusagen Regeln, Traditionen der Grundschule nicht auf einmal aufgeben, vergessen müssen. Diese Tradition können wir auch schon in der Struktur des Lehrwerkes oder der Lehrwerke verfolgen. So wie auch früher, so wie auch in der Grundschule, bestehen traditionellerweise auch die Lehrwerke aus einigen Komponenten. Zu diesen wichtigen Bestandteilen gehören natürlich das Lehrbuch, aber auch das Arbeitsbuch, das Testheft, die Flashkarten, Sie sehen hier diese Beispiele aus der vierten Klasse oder aus der Grundschule, auch Hörtexte auf der Webseite des Verlags, auch interaktive Tests, auch die sind auch online
im Online-Format. Es gibt zu der Grundschule auch, zu den Materialien, zu den Lehrwerken der Grundschule auch Präsentationen. Da gibt es auch Lieder und Videos zu einigen Themen. Und man kann auf der Webseite des Verlags viele Zusatzmaterialien sehen. Sie sehen hier diese Beispiele für die vierte Klasse. Da ein neues Lehrwerk entwickelt wird, aber mit bestimmten Traditionen, wie diese Traditionen schon früher sich herausgebildet haben, so bleibt auch die Struktur überwiegend auch weiter in den Klassen von der fünften bis zur neunten. Das bedeutet, da bestehen und bleiben auch sehr viele Bestandteile erhalten. Na, natürlich, was die Flashkarten angeht, so brauchen die Lernenden in den höheren Klassen die vielleicht nicht in der Form oder gar nicht. Auch die Strukturierung ist übersichtlich, schafft einen guten Überblick über die Themen, über die Stunden. Und diese Themen entsprechen natürlich dem Curriculum. Und es gibt Wiederholungsstunden zu allen Themen, auch Stunden für Projekte. Es gibt auch das deutsch-ukrainische Wörterbuch, Spiele und Projektarbeit. Also so sehen wir diese Tradition, die früher schon verfolgt wurde. Vieles wird auch weiter erhalten. Und diese Struktur, die ist ein bisschen anders, aber es gibt auch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Wenn wir da mit der Struktur der Stunden, der Module beginnen, so können wir sehen, dass sowohl in der Grundschule, wir sehen hier immer einen Auszug aus der vierten Klasse, weil das die letzte Klasse der Grundschule ist. Und dann ist es natürlich logisch, wenn man dann auch das kurz wiederholt, was vorher schon, woran vorher schon gearbeitet wurde. So sehen wir, dass sowohl in der vierten Klasse, in der Grundschule, als auch dann weiter in der nächsten Klasse an der Aussprache, an der phonologischen Kompetenz gearbeitet wird. Zum Stundeneinstieg werden entweder Einzelwörter eingesetzt, in verschiedenen Syntagmen können sie wiederholt werden. Diese Wörter sind thematisch bedingt. Man kann mit diesem phonetischen Einstieg schon verstehen, worum es in der Stunde geht. So sehen wir hier ein Beispiel, wo Länder genannt werden. Man kann natürlich sehr leicht erraten, welches Thema diese Stunde hat. Oder Sie sehen auch in der fünften Klasse auch einen Stundeneinstieg. Wir sehen, dass es die erste Übung in diesem Block ist. Mit einem Abzählreim kann dieser Stundeneinstieg auch erfolgen. Und wir verstehen auch hier, dass hier bestimmte Informationen über die Freizeitaktivitäten angeboten werden. Das ist eigentlich das Ziel dieser Aufgaben am Anfang. Nicht nur eine Möglichkeit besteht, hier an der Aussprache zu arbeiten, sondern somit auch thematisch, also lexikalisch auch in die Stunde einzusteigen. Zum Einstieg können auch Lieder angeboten werden, wo auch an diesen Liedern gearbeitet wird, wo auch eine Art Mundgymnastik, so phonetische Gymnastik auch so durchgeführt werden kann. Aber auf diese Weise bekommen die Lernenden auch einen Einblick in die deutsche Kultur. Wir sehen, dass hier die Lieder angeboten werden, die natürlich authentisch sind und die dann auch ganz leicht sich in die Stunde integrieren lassen. Sie sind wieder, wie ich schon früher über die Absenreime oder über die anderen Wörter gesagt habe, sie sind auch thematisch in die Stunde eingebunden. Ja, sie sind dann integrative Elemente der Stunde. Als Grundlage für die kompetente
für die Entwicklung von verschiedenen Kompetenzen sehen wir auch solche Teilfertigkeiten wie lexikalische Kompetenz zum Beispiel. So sehen wir hier auch Beispiele, wo an dieser Kompetenz gearbeitet wird. Für die Wortschatzarbeit werden auch viele Bilder, Fotos eingesetzt. Und wenn wir wieder diese Parallelen ziehen, links Aufgaben aus der vierten Klasse, rechts dann aus diesem neuen Lehrwerk, da sehen wir auch hier sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich meine hier in den Methoden, in der Logik der Arbeit, wo zuerst neue Lexeme eingeführt werden können. Und diese Lexeme kann man dann entweder, so die richtige Lösung, kann man entweder durch eine Höraufgabe überprüfen, sich selbst kontrollieren, oder es gibt auch diese Visualisierungsmittel, die ganz eindeutig zeigen, helfen, was hier gemeint wird. Und wir sehen, dass dabei auch diese Arbeit mit einigen Aktivitäten, mentalen Aktivitäten verbunden ist. Man bekommt sozusagen kein fertiges Produkt, also nicht immer bekommt man ein fertiges Produkt, sondern wie Sie hier rechts im ersten Beispiel sehen, zuerst können aus Silben Wörter gebildet werden und erst dann werden sie den Bildern zugeordnet. So sehen wir, dass hier diese Aktivierung des Wortschatzes auch in dieser Aufgabe besteht, wo die Kinder dann sich erinnern können, welche Schulfächer zum Beispiel sie schon früher gelernt haben. Und auf diese Weise können sie dann weiter schon diese Kenntnisse vertiefen. Sie sprechen dann über diese Schulfächer aus einer ein bisschen anderen Perspektive, das ist so vertieft mit zusätzlichen, mit einigen neuen Wortschatzelementen und so weiter. Diese mentalen Anstrengungen werden noch stärker, wenn man am Wortschatz auch in Form von Rätseln oder von Anagrammen arbeitet. Und dafür folgt man wieder sehr viele Ähnlichkeiten. Sie sehen hier Beispiele aus der vierten Klasse und sehr viele ähnliche Aufgaben in der fünften Klasse. So sehen wir, dass das auch so kontinuierlich, ja ständig weiter nach vielen Methoden gearbeitet wird. Man löst Anagramme, man löst verschiedene Rätsel. Man kann diese man kann sich selbst dann überprüfen, weil man dann die Lösung hört. Also der auditive Kanal hilft dann dabei. Und Sie sehen, wie bunt, wie farbig auch diese Aufgaben sind, sodass die Visualisierung sowohl in der Grundschule als auch in der fünften Klasse hier eine wichtige Rolle spielen kann. Na, und Sie sehen, dass die Aufgaben, die dabei gemacht werden können, einen vielleicht ein bisschen schwierigeren Charakter haben, eine ein bisschen schwierigere Stufe des Schwierigkeitsgrads oder einen höheren Schwierigkeitsgrad haben, wo ein bisschen länger zum Beispiel die Sätze sein können oder kurze Texte sind ein bisschen länger im Vergleich zu den Aufgaben in der vierten Klasse. Aber das Ziel ist dabei natürlich auch, die Lernenden zur Mitarbeit zu animieren, zu motivieren, dass sie nicht einfach fertige Sachen bekommen, sondern sie ihre mentalen Fähigkeiten dann weiterentwickeln können. Dabei ist es auch sehr wichtig, dass die Lernenden nicht nur am Wortschatz so aktiv arbeiten können, mit vielen Spielen, spielerischen Elementen und so weiter, sondern dass dabei noch eine Teilfertigkeit entwickelt werden kann. Hier sehen Sie ein paar Beispiele, wo man an dem grammatischen Stoff arbeitet. Die grammatischen Strukturen werden aber nicht sofort als fertige
regelfertige Produkte angeboten, die man lernen muss, sondern man zeigt zuerst am Anfang, wie diese Strukturen in einem Kontext funktionieren, wie sie eingesetzt werden, wie sie sozusagen handeln, ja, so wie die Lernenden mit diesen Strukturen handeln können. Sie können über eine Stadt erzählen, zum Beispiel links. Sie können dann Dialoge spielen, wie zum Beispiel hier rechts über die Pläne, über bestimmte Aufgaben in der Schule und so weiter. Das heißt, wir sehen hier eine Einbettung in eine authentische Situation, wo die Lernenden einen bestimmten Gegenstand beschreiben, ein Schulfach beschreiben oder sie sprechen über eine Stadt und so weiter. Und dabei brauchen sie bestimmte grammatische Strukturen. Diese Strukturen werden in kleinen Texten oder in Dialogen präsentiert. Die Aufgabe besteht dabei, dass die Strukturen selbst entdeckt werden sollten. Die Lernenden bekommen die Aufgabe, diese Strukturen zu entdecken, zu verstehen, zu systematisieren. Die Semantisierung erfolgt auch durch den Kontext, durch viele Internationalismen oder auch dadurch, dass die Lexik schon bekannt ist. Und auf diese Weise wird die Arbeit an grammatischen Strukturen erleichtert. Aber die Lernenden entdecken diese Regularitäten, die Regeln selbst. Und sie sehen dann, wie zum Beispiel die Struktur es gibt in einem Satz funktioniert oder in den Beschreibungen funktioniert. Oder wie die Modalverben dann eingesetzt werden können. Wie können wir über die Fähigkeiten oder über die Aufträge erzählen, wenn wir diese Modalverben gebrauchen. Auf diese Weise aktivieren wir die Tätigkeit der Lernenden in der Stunde und wir wissen alle sehr gut, dass man das besser behält, was man selbst entdeckt hat, was man selbst sozusagen gefunden hat und nicht das, was jemandem geschenkt worden war. Auch Leseverstehen, also diese Sprachfertigkeit, die kommunikative Kompetenz, wird dann an vielen Beispielen, an vielen Texten, dann mit Hilfe von vielen Texten weiterentwickelt. Sowohl in der Grundschule als auch hier in der 5. Klasse werden moderne Textsorten angeboten. Das sind E-Mails, das sind verschiedene Forumsbeiträge, das sind SMS, das sind Anzeigen, das sind kurze Kommentare, das sind auch Dialoge. Also all das, was die modernen Menschen auch in ihrem Leben auch lesen können oder auch selbst schreiben können, wenn sie etwas produzieren, ja, wenn sie ihre schriftliche Aussage dann produzieren. Um hier auch mehr Interesse zu wecken, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten der Visualisierung. Sie sehen, dass hier auch Bilder eingesetzt werden, um auch Wortschatzelemente noch zu festigen. Da werden auch rechts sehen Sie in einem Forum werden die Lernenden gebeten, dann eine Antwort zu schreiben. Das bedeutet, sie bekommen einen Impuls in einem Forumsbeitrag, eine Idee wird da präsentiert und die Lernenden werden sozusagen aufgerufen, dann werden gebeten, darauf zu reagieren. Natürlich bekommen sie sehr viele Hilfeleistungen in Form von Lückentexten. Sie sehen hier auch, dass eine Vorlage angeboten wird, so ein Lückentext praktisch, der ausgefüllt werden kann. Und so können die Lernenden dann auch beiläufig lernen, an Beispielen lernen und sich diese Kenntnisse vertiefen und später dann selbst ihren eigenen Text
schreiben. Auch SMS werden hier als moderne Textsorten angeboten, wo auch an grammatischen Strukturen gearbeitet wird, an der Kommunikation gearbeitet wird, wo die Lernenden wieder Impulse bekommen. Und es ist natürlich auch sehr authentisch. Wenn man eine SMS mit einer Frage bekommt, dann muss man natürlich darauf reagieren. Deswegen sehen wir, dass diese Textsorten auch eine Möglichkeit geben oder anbieten, an den modernen Textsorten zu arbeiten und selbst diese Textsorten zu kreieren. Zum Leseverstehen können auch Anzeigen angeboten werden, wo nach bestimmten Informationen gesucht wird. Das ist auch eine sehr authentische Situation, hat sozusagen Sitz im Leben, weil wir auch, wenn wir eine Zeitung lesen oder wenn wir online recherchieren, auch gezielt nach Informationen suchen. Und man sucht dabei diese Informationen in verschiedenen Anzeigen, in verschiedenen Texten. Das übt man auch hier mit dem Material der deutschen Sprache. Bei dem Leseverstehen wird natürlich auch die mentale Fähigkeit gefördert, entwickelt. Wir sehen, dass sowohl in der vierten Klasse, wo zum Beispiel im Text falsche Informationen korrigiert werden, als auch in der fünften Klasse, wo in einer SMS Lücken ausgefüllt werden müssen, dass in den beiden Fällen daran gearbeitet wird und dadurch, dass die Kinder dann die Informationen gezielt suchen, dass sie auf bestimmte Fehler reagieren, ja, sie korrigieren müssen und so weiter, dass sie auf diese Weise auch ihre so Denkkapazitäten sozusagen erweitern können. Sie entwickeln sich natürlich auch mental. Noch eine Fertigkeit, die zu den Rezeptiven gehört, das ist das Hörverstehen. Sowohl in der vierten als auch in der fünften Klasse werden Materialien angeboten, wo gezielt am Hörverstehen gearbeitet wird. Man muss, und Sie sehen hier viele ähnliche Beispiele, man muss gezielt nach Informationen suchen, sozusagen, man muss dann gezielt passende Informationen in einem Hörtext hören, finden und so weiter. Oder man muss die Reihenfolge von bestimmten Informationen bestimmen und dann die Bilder nummerieren oder die Sätze, die Situationen nummerieren und so weiter. Da sehen wir hier auch ein sehr reiches Angebot an Aufgaben zum Hörverstehen, weil die Tonaufnahmen, die zu den Lehrwerken gemacht werden, zu den so obligatorischen sozusagen Bestandteilen dieser, also aller Lehrwerke des Verlagsrang gehören. Wenn wir dann weiter über noch eine Kompetenz sprechen, und zwar über das Sprechen, so sehen wir hier auch, dass viele Traditionen auch sozusagen aufbewahrt werden. Wir meinen hier das Sprechen und wir sehen das auch in den sowohl in der Grundschule als auch weiter dann in der fünften Klasse Aufgaben angeboten werden, wo Dialoge gebildet werden können. So wie auch früher, so auch jetzt, brauchen die Kinder natürlich immer ein Beispiel oder vielleicht nicht nur ein Beispiel, ein paar Beispiele. Sie sehen hier links auch Dialoge, die man zuerst hört. Man arbeitet hier an der Aussprache, man arbeitet hier am Hörverstehen. Also man kann sagen, dass hier integrierte Fertigkeiten entwickelt werden können. Oder das sind die Aufgaben, um viele Fertigkeiten zu entwickeln. Und auf der Grundlage von diesen Beispielen, von diesen Dialogen, spielen die Lernenden dann ihre eigenen Dialoge. So entsteht hier eine Möglichkeit, hier nicht nur dialogisches Sprechen zu üben, sondern auch Hörverstehen, auch an der Phonetik, an der Aussprache kann man arbeiten und dann auch Wortschatz ist wichtig, weil hier auch verschiedene Wörter ersetzt
werden müssen. Man braucht neue Wörter, um diese Dialoge als Vorlagen zu nehmen und weiter dann mit neuen Wortschatzelementen weiter zu arbeiten. So sehen wir, dass hier eigentlich an diesen Aufgaben, obwohl wir so gezielt zum Beispiel sprechen, analysieren oder sowas, aber sowieso wird hier an vielen Fertigkeiten, manchmal auch an allen möglichen Fertigkeiten gearbeitet, weil hier auch grammatische Strukturen wichtig sind, Wortschatz, hören, da lesen, auch wenn Sie diese Texte auch lesen, dann sprechen Sie und auf diese Weise können Sie dann praktisch alle Fertigkeiten üben. Dazu kommt noch das Schreiben zum Beispiel hier in der Aufgabe, in dem Beispiel, das hier rechts angeboten wird. Wir sehen, dass hier auch ein Stundenplan ergänzt werden kann. Man fragt, man antwortet, man muss hören, man muss reagieren, man muss auch schreiben und man liest, was schon also geschrieben worden ist, was schon als fertiges Produkt sozusagen steht. Man spricht aber nicht nur in Partnerarbeit, auch kleine Diskussionen können in Gruppen entstehen. Natürlich meinen wir hier keine Diskussionen wie Talkshows oder sowas im Fernsehen. Natürlich nicht, das ist noch zu früh. Die Lernenden sind noch zu jung dafür. Aber die ersten Schritte können Sie sowieso schon in diese Richtung machen. Diese Arbeit wird dadurch erleichtert, dass die Lernenden sehr, sehr viele Beispiele bekommen. Also das Wortmaterial, auch die Redemittel, alles wird angeboten. So wie zum Beispiel in der vierten Klasse, so ein Beispiel links. So sehen wir, dass Sie hier Anzeigen gelesen werden müssen und dann muss man etwas Interessantes finden. Die Frage ist, was möchtet ihr mitmachen, um eine Entscheidung zu treffen, wo die ganze Klasse oder die ganze Gruppe etwas zusammen tut, muss man natürlich diskutieren. Für diese Diskussionen bekommen die Lernenden natürlich viele Hilfestellungen, viele Beispiele, wo sie Vorschläge machen können, die annehmen oder die ablehnen und so weiter. Dasselbe gilt auch für die Aufgaben in der fünften Klasse. Als produktive Aufgabe am Ende der Stunde können auch kleine Diskussionen entstehen. Man kann dabei auch kleine Umfragen durchführen. Man kann dann auch eine Frage an die Mitlernenden stellen und die anderen müssen dann diese Fragen beantworten. Man bespricht ein bestimmtes Thema in Gruppen, in kleineren Gruppen oder in der ganzen Klasse. Und so auf diese Weise entstehen kleine, leichte, aber klare Diskussionen, wo die Kinder sich äußern können, wo sie auch etwas so besprechen, zusammen besprechen können. Ganz gezielt können Sie auch mit kleinen Umfragen im Unterricht arbeiten. Für diese Umfragen gibt es natürlich auch sehr viele Hilfestellungen. Sie sehen hier ein paar Beispiele aus der vierten Klasse, wo die Kinder sich zum Thema Verkehrsmittel austauschen. Aber dabei ist es wichtig, dass Sie nicht nur innerhalb der Klasse arbeiten können. Sie können diese Grenzen sozusagen auch etwas erweitern. Sie können dann auch ganz handlungsorientiert kleine Umfragen durchführen, wo Sie Ihre Verwandten fragen, welche Verkehrsmittel Sie benutzen. Und auf diese Weise bekommen Sie dann kleine Informationen sowie Statistiken darüber, welche Verkehrsmittel dann am häufigsten benutzt werden. Für die Umfragen bekommen die Lernenden auch kleine Tabellen, wo sie die Zahl der
Antworten auch notieren können, wo sie auch die Notizen machen können. Dann die Plätze werden am Ende bestimmt. Und diese Umfragen können zu ganz unterschiedlichen Themen durchgeführt werden. Hier sehen Sie ein paar Beispiele wie aus der vierten Klasse zum Beispiel zum Thema Lieblingstrickfilme gesprochen wird und oder auch rechts zum Thema Reiseziele in der Ukraine, wenn man eine Reise durch die Ukraine machen will. Oder dann auch zu einem Thema, was könnt ihr für die Natur machen? Und da sehen wir auch ein paar Beispiele, wie man zusammen eine Entscheidung trifft. Man wählt dann passende Informationen, man diskutiert zusammen und man sammelt diese Ideen zusammen. Auf diese Weise entsteht dann eine kleine sozusagen Statistik, eine Liste von möglichen Aktivitäten. Das Schreiben ist noch eine produktive Fertigkeit, wo Produkt eigentlich schriftlich fixiert wird. Natürlich sprechen wir hier nicht über die Aufgaben, wo Schreiben als Vermittlungsgröße sozusagen funktioniert, wo wir zum Beispiel Wortschatzelemente aufschreiben oder wo wir beim Hören einige Wörter aufschreiben, Notizen machen und so weiter, sondern also eigentlich eine produktive Fertigkeit, wo die Lernenden ihr eigenes Produkt schriftlich präsentieren. Das können sowohl solche kreativen Aufgaben sein, wo sie für soziale Netzwerke etwas kreieren, ja, für Instagram zum Beispiel ein Zimmer fotografieren und dann beschreiben. Natürlich geht es nicht darum, dass die Lernenden unbedingt ihr Zimmer fotografieren können. Natürlich können sie auch ein Foto aus dem Internet holen und es beschreiben. Der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt sozusagen. Oder das können auch kleine, ganz winzige Texte, Poesietexte entstehen. Die Kinder bekommen zuerst einen Impuls. Sie sehen hier unten für die vierte Klasse, sie hören ein kleines Gedicht zum Thema die Schule. In der Schule lesen wir, in der Schule rechnen wir, in der Schule malen wir, in der Schule spielen wir und so weiter. Und dann schreiben die Lernenden ihr eigenes Gedicht. Natürlich liegt hier der Fokus auf der Wortschatzarbeit, aber dabei kreieren sie ihr eigenes Gedicht. Und wenn sie dann auch das schön visualisieren und dann präsentieren können, eine kleine Galerie vielleicht der poetischen Werke machen können, dann ist es eine sehr gute Möglichkeit, auch den Kindern zu zeigen, wie die Kinder kreativ sein können und wie sie eigentlich kreativ sind. Auch in der fünften Klasse wird diese Tradition weiterentwickelt. Sie sehen hier ein Beispiel unten, wo auch ein Feriengedicht geschrieben werden kann. Als Hilfeleistungen stehen hier Reimwörter oder ganze kleine Zeilen, also Teile von Zeilen. So fällt es hoffentlich auch nicht schwer. Sie sehen, dass es auch die zweite Aufgabe ist. Das bedeutet, dass Sie vorher einen Impuls sozusagen bekommen haben und jetzt können Sie auch Ihr eigenes kleines Gedicht kreieren. Und was noch ein sehr großes Produkt sein kann, das ist ein Comic. Ich spreche dann etwas später darüber, dass zu den Modulen in diesem neuen Lehrbuch für die fünfte Klasse dann ein Modul mit einer Geschichte, mit einer Comicgeschichte steht. Und die Kinder, nachdem sie so viele Comics schon gelesen haben, so viele Beispiele schon gesehen haben, können versuchen dann auch, ihr eigenes kleines Produkt sozusagen zu präsentieren, wo sie auch eine kleine Geschichte kreieren können. Natürlich, wenn sie das wollen, nicht alle können es vielleicht so gut malen, so kann man die Arbeit so aufteilen, dass die Kinder dann in Gruppen arbeiten und zusammen
sowas kreieren. Die einen malen, die anderen schreiben Kommentare, also man hilft einander. Das erfolgt sehr oft auch in spielerischer Form. Das alles bedeutet, dass Lernspiele ein noch sehr wichtiges Element, noch ein wichtiger Bestandteil der Stunde ist, sowohl in der Grundschule als auch in der fünften Klasse weiter. Und wir sehen, dass dabei auch praktisch immer, also in jedem Modul oder in jeder Stunde, dann auch viele Lernspiele angeboten werden. Das Format der Spiele ist sehr, sehr unterschiedlich. Das können Lawinenspiele sein, das können auch verschiedene Rätsel sein, das können auch viele Bewegungsspiele sein, Spiele mit Kärtchen, mit Dominosteinen, mit vielen zusätzlichen Visualisierungsmitteln und so weiter und so fort. Pantomime-Spiele, also das bleibt natürlich auch erhalten. Und was noch auch einen sehr hohen Stellenwert besitzt, das ist die Möglichkeit, die Lernenden zu aktivieren. Wenn sie nicht nur eine bestimmte Aufgabe bekommen und auch die Kärtchen oder das Spielmaterial von der Lehrerin oder vom Lehrer bekommen, sondern wenn sie dann auch selber etwas kreieren. Diese Beispiele, die Sie hier sehen, das sind eigentlich Beispiele, wo die Lerneaktivierung hier sehr hoch ist. Sowohl in diesem Beispiel links, wo ein Lawinenspiel entsteht, braucht man eigentlich nichts, also braucht die Lehrerin oder der Lehrer nichts, um diese Aufgabe zu machen. Also keine Vorbereitungen in Form von Kärtchen oder sowas werden vorher getroffen. So auch im Spiel, das unten angeboten wird, so diese Idee. Die Ideen kommen von den Schülern. Sie schreiben bestimmte Wörter auf die Kärtchen. Also nicht die Lehrerin oder der Lehrer bereitet alles vorher vor, sondern alles wird in der Stunde im Unterricht gemacht und so sind die Schüler aktiv. Noch ein Beispiel von Lernspielen, die auch am Ende entweder eines Blocks, eines Moduls oder einer Lektion, wie es früher in der vierten Klasse war. Das sind Lernspiele mit Würfeln, wo in Gruppen oder in Partnerarbeit gearbeitet wird. Man kommt vom Start zum Ziel und dabei muss man auf diesem Weg einige Aufgaben machen. Also diese Tradition bleibt auch erhalten. So sehen wir, dass hier sehr viele Arbeitsverfahren, Arbeitsformen dieselben geblieben sind. Natürlich ist das Material ergänzt oder wird das Material ergänzt und die neuen Lexeme, die neuen Wortschatzelemente, die neuen Strukturen werden eingeführt, aber viele Modelle, viele so Methoden, Verfahren sind dieselben geblieben. Auch die Projektarbeit als eine sehr hohe Stufe der Lerneaktivierung wird auch erhalten. Man arbeitet an den Projekten entweder, wie das in der Grundschule der Fall war, am Ende der Lektion oder, wie Sie hier sehen, wird dann weiter in Modulen gearbeitet und in einem Modul wird dann eine Projektarbeit durchgeführt. Zu jeder Projektarbeit gibt es eine sehr detaillierte Beschreibung. Es gibt da auch einige Redemittel, die helfen, auch diese Prozesse zu begleiten, zu kommentieren. Und alles ist sehr, sehr präzise, nicht nur beschrieben, sondern auch alle Arbeitsschritte sind fotografiert worden und man sieht auch sehr anschaulich und gut, was am Ende erwartet wird, also welches Produkt dabei entstehen kann. Diese Lerneaktivierung als ein sehr wichtiges
Prinzip in der Arbeit mit den Schülern besteht auch darin, dass die Kinder auch mit anderen Materialien selbstständig arbeiten, dass sie auch selber Sätze oder Rätsel füreinander entwickeln. Sie spielen dann auch mit Karten, die sie selbst geschrieben haben. Das bleibt auch in der fünften Klasse genauso. Man diskutiert zusammen über ein bestimmtes Thema, man trifft Entscheidungen. Und hier muss natürlich nicht die Lehrerin oder der Lehrer die Diskussion führen, ja, sondern die Kinder untereinander. Oder sie können dann auch ein Interview vorbereiten und durchführen. Und da bekommen sie natürlich auch genug Redemittel, mit denen sie dann diese Interviews durchführen können. Wenn wir über die Kontinuität und in verschiedenen Methoden, in den Lernmaterialien sprechen, so müssen wir natürlich verstehen, dass diese neue Phase, die fünfte Klasse, natürlich auch etwas Neues anbieten soll. Sonst gibt es keine Entwicklung. So sehen wir, dass in der fünften Klasse einige Neuerungen so eingeführt werden. Also man sieht, dass dabei auch entweder das Layout anders geworden ist oder dass dabei auch die Gestaltung für bestimmte Übungen oder einige Formate ein bisschen anders geworden sind. Was ist jetzt anders in diesem neuen Buch für die fünfte Klasse? Sie sehen, dass die Einstiegsseite für eine Lektion ganz deutlich das Thema zeigt, also thematisiert das, woran gearbeitet wird. Die Funktion von diesen Einstiegsseiten besteht natürlich darin, dass die Lernenden auf ein bestimmtes Thema sich einstimmen können, dass sie hier ein Impulsfoto sozusagen bekommen, wo sie sich vorstellen können, worum es weitergeht. Und da gibt es schon einige Beispiele, wie die Kommunikation hier gestaltet werden kann. Und da die fünfte Klasse, da wir über Deutsch als erste Fremdsprache sprechen, so meinen wir hier natürlich, dass auch das Vorwissen aktiviert werden kann, wo Bekanntes weiter, also als Grundlage dient und man baut dann die Kenntnisse weiter aus. Die Struktur des neuen Lehrbuchs ist auch anders geworden. Es gibt jetzt Module. Zu jedem Modul gibt es sehr viele Aufgaben zur Entwicklung von allen Fertigkeiten, zur phonologische, also die lexikalische, die grammatische Kompetenz, aber auch die kommunikativen zum Leseverstehen, Hörverstehen, zum Sprechen und zum Schreiben, also zu allen Kompetenzen werden viele verschiedene Aufgaben angeboten. Sie sehen hier nur die ersten Seiten für die Module. Also das bedeutet aber nicht, dass hier nur eine Seite in jedem Modul angeboten wird. Nein, natürlich mehr. Aber Sie sehen hier, wie diese Seiten aussehen, auch mit sehr vielen Visualisierungsmitteln, auch mit sehr vielen Möglichkeiten zur Lerneaktivierung, zur Entwicklung der mentalen Fähigkeiten, wonach der Lösung gefunden, gesucht wird. Auch für das selbstentdeckende Lernen gibt es hier Möglichkeiten, wo bestimmte Regularitäten dann in bestimmten Kontexten entdeckt werden können. Und Sie sehen, wie bunt, wie mannigfaltig diese Aufgaben, diese Übungen sein können, auch ganz schön visualisiert mit Fotos, Bildern, mit verschiedenen Farben, mit einer großen Anzahl von verschiedenen Übungen, wo der Lehrer oder die Lehrerin die Stunde selbst planen kann und dann auch binnendifferenzierend vorgehen kann. Die Lernenden, die können
also nicht, vielleicht nicht alle Aufgaben machen, sondern die leichteren, zum Beispiel die kleinen Wortschatzübungen mit Lücken oder Nachsprechübungen oder sowas können diejenigen machen, die es brauchen vielleicht, also die ein bisschen leistungsschwächer sind. Leistungsstärkere können zum Beispiel Texte kreieren. Insbesondere kann diese Binnendifferenzierung zum Vorschein kommen, wenn in Gruppen an bestimmten Projekten gearbeitet wird. Und so auf diese Weise kann man dann die Stunde ganz unterschiedlich gestalten. Also so sehen wir, dass diese Module A, B und C eine Art Input enthalten, also die Informationen, die Lerninhalte, die Materialien, an denen gearbeitet wird, mit denen gearbeitet wird, die zur Entwicklung von verschiedenen Kompetenzen dienen. Im Modul D kommt eine Wiederholung. Das ist eine Zusammenfassung von den Lerninhalten aus allen Modulen, die früher behandelt wurden. Auf diese Weise kann man dann auch alles erfassen, was man schon im Rahmen dieser Lektion durchgenommen wurde. Wir sehen, dass hier auch sehr, sehr viele Übungen und Aufgaben stehen. Das sind auch Aufgaben zur Wortschatzarbeit, zum Hörverstehen, zum Schreiben, zum Sprechen, so dialogische Sprechen, Spiele, Lernspiele werden angeboten. Also auch eine sehr gute Möglichkeit, vertieft an den Inhalten zu arbeiten oder besser gesagt nicht so vertieft, sondern alles zu wiederholen, was man im Rahmen der ganzen Lektion schon durchgenommen hat. Auch ein sehr interessantes neues Modul, das ist das Modul Geschichtenzeit. Da gibt es Comics zu allen Themen. Und wir sehen, dass hier diese Visualisierungsmittel mit den gedruckten Kommentaren, somit in den Sprechblasen kombiniert werden, wo eine Geschichte visualisiert wird, aber auch die Redemittel, die Aussagen werden angeboten und man bekommt natürlich noch zusätzliche Aufgaben zu diesen Comics, zu diesen kleinen Geschichten. Man antwortet auf die Fragen, man hört diese Fragen, man kann diese Fragen lesen, man kann auch die Rollen spielen, so auch eine kleine Inszenierung kann vorkommen. Dann auch diskutiert man in den Gruppen zu einem bestimmten Thema, weil diese Comics immer ein Thema aufdecken, also ein Thema behandeln, das zu der Lektion auch ganz gut passt. So sehen wir, dass auf diese Weise alle Lerninhalte in einer sehr breiten Palette der Formen durchgenommen werden können, wiederholt werden können, also vertieft werden können, so auch in vielen kreativen Formen kann der Lerninhalt durchgenommen werden. Und der Lehrkraft steht, ist natürlich offen sozusagen, den Unterricht so zu gestalten, dass er am besten an eine bestimmte Gruppe angepasst werden kann. Wir alle wissen sehr gut, dass unsere Lernenden auch sehr unterschiedlich sind. Deswegen kann man auch hier die Arbeit variieren. Man kann dann auch an die Besonderheiten einer konkreten Gruppe gut anpassen. Und so auf diese Weise sprechen wir dann über diese Kontinuität, die schon seit der Grundschule also der Fall ist. Und dabei, wenn wir uns wieder an diese Spirale erinnern, über die wir am Anfang gesprochen haben, ja, so können wir sagen, dass hier diese innovativen Komponenten auch dazu beitragen können, dass die Lernenden motiviert, also animiert zur Mitarbeit, animiert und motiviert werden und je nach Interessen
Je nach ihren Bedürfnissen können sie an verschiedenen Inhalten, in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Formen arbeiten. Am Ende wird, wie wir das früher schon gesehen haben, eine Idee zur Projektarbeit präsentiert. Wir verstehen natürlich alle sehr gut, dass die Vorschläge, die an einem Lehrbuch angeboten werden, dann wieder an eine konkrete Zielgruppe angepasst werden können. Wenn Sie zum Beispiel diese Idee etwas ein bisschen anders so verwirklichen möchten oder wenn Sie dann eine andere Form von diesem Projekt machen möchten, steht es natürlich allen offen, alle Lehrkräfte, alle Lehrenden sind natürlich Mitgestalter, weil, wie ich schon früher gesagt habe, die Lernenden dann das Lernen, das Schulfach mit den Augen ihrer Lehrerinnen oder ihrer Lehrer sehen. Na und wie Sie hier auch an diesem Beispiel sehr gut verstehen können, gibt es hier auch sehr detaillierte, präzise Beschreibungen, was gemacht werden kann, in welcher Form, in welcher Reihenfolge und welches Produkt am Ende entstehen kann. Auch für die Präsentation gibt es hier Ideen, Vorschläge, also wie man die Idee, das Produkt dieses Projektes präsentieren kann. Aber wie gesagt, steht es allen ganz offen. Man kann dann auch diese Ideen verfeinern, man kann sie auch anders gestalten, man kann sie auch in einer anderen Form anbieten. So, das sind die wichtigsten Besonderheiten dieses neuen Lehrwerkes für die fünfte Klasse. Und wir hoffen sehr, dass auch dieses neue Lehrwerk, wo Deutsch also als erste Fremdsprache gelernt wird, ihr Interesse bekommt. Ein paar Worte möchte ich noch über ein Lehrwerk sagen. Also im Moment sprechen wir darüber nicht. Das ist noch eine Möglichkeit, auch Deutsch als zweite Fremdsprache zu lernen, weil im Verlag auch ein neues Lehrwerk für dieses Schulfach entwickelt wird. Hier sprechen wir wieder über ein neues Lehrbuch. Ja, das ist schon eine neue Idee, ein neues Konzept. Natürlich entspricht dieses Konzept, entspricht das Lehrbuch dem Curriculum. Das bleibt immer so. Immer werden alle Lehrbücher, Lehrwerke in Berücksichtigung so des Curriculums entwickelt. Man bekommt natürlich dann auch immer die Ideen sozusagen aus dem Curriculum. Und die selben Prinzipien werden hier verfolgt. Wir müssen natürlich auch nicht vergessen, dass hier Handlungsorientierung eine wichtige Rolle spielt, wo die Lernenden Aufgaben bekommen, die sie auch für ihr Leben, für bestimmte Handlungen im Leben brauchen. Sehr wichtig ist dabei, dass die Lernenden auch aktiviert werden zur Mitarbeit in verschiedenen Formaten, von Projektarbeiten, von Aufgaben, wo sie füreinander Aufgaben entwickeln, in verschiedenen Spielen und so weiter und so fort. Wir vergessen nicht, dass die fünfte Klasse, obwohl diese Klasse eine neue Stufe in der Schulausbildung beginnt, aber sowieso ist es immer noch sind das immer noch die Kinder, die vor, sagen wir, so drei oder fünf Monaten noch in der Grundschule waren. Deswegen denken wir alle, so die Lehrenden, auch die Autoren, ja, sie denken immer daran, dass hier folgerichtig, logisch von den einfachen Aufgaben zu schwierigeren
immer bestimmte Schritte gemacht werden müssen. Und auf diese Weise denken wir dann an die Kontinuität, an die Nachhaltigkeit in der Präsentation der Lerninhalte in der Arbeit im Unterricht. Aber natürlich müssen wir dann mit jedem kleinen Schritt etwas Neues hinzufügen, damit keine Stagnation zu erwarten ist, damit die Lernenden auch sich weiterentwickeln können. So, das ist eigentlich praktisch alles, was ich heute sagen wollte. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg, viel Gesundheit, viel Energie und Inspiration für Ihre Arbeit und natürlich alles Beste in Ihrem Leben. Und wir sehen uns vielleicht noch. Vielen Dank und auf Wiedersehen.